Ah, ich hatte gestern einen ganz herrlichen Tag in Zollbrücke, im Theater am Rand. Hier seht ihr die Oder. Und da, hinter diesem Deich, ist das Theater. Ein wunderbarer Ort. Das Theater wurde 1998 gegründet und erbaut. Von Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann. Und das ist ein ganz besonderer Ort. Wir sind hier zusammengekommen für eine szenische Lesung des Stückes Tante Julia und der Kunstschreiber. Des peruanischen Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa. Und wir, das sind der Schauspieler Thomas Rühmann, der Schauspieler Holger Demgen und Icke. Alles wächst immer höher. Die Häuser, die Schulden werden. Eigentlich sollten wir zu viert sein. Aber der Musiker Wolfram Dix ist kurzfristig erkrankt und so übernimmt Thomas die Musik. Und alles wird aus dem Rosa. Alles bleibt so, wie es war. Den Vormittag überproben wir für zwei Vorstellungen. Eine am Nachmittag und eine am Abend. Und es sitzt sich bei einer Pause ganz herrlich unter dem blühenden Apfelbaum. Ja. So, wir machen gerade eine kleine Pause von unserer Probe. Es ist herrliches Wetter und gleich geht's weiter. Was ist denn mit Pedro Camacho los? Das Proben macht total viel Spaß. Es ist ein ziemlich absurdes Stück. Und später bei den Vorstellungen gibt's dann auch ziemlich viele Lacher. Hier seht ihr mal den Zuschauerraum des Theaters und gleich noch ein bisschen mehr von den Außenanlagen. Für einige Inszenierungen wird die Hinterwand des Theaters auch aufgemacht und das Publikum sieht diese schöne Wiese. Oder die Schauspieler treten über die Wiese oder diesen Steg hier auf. Dafür war es jetzt bei uns noch ein bisschen zu kühl. Ja, und dann hieß es irgendwann, Proben beendet. Und fertig machen für die Vorstellung. Thomas hatte sich ja ein buntes Kleid gewünscht. Tada! Im Theater am Rand. Unsere Lesung Tante Julia und der Kunstschreiber wird es erst im nächsten Jahr wieder geben, aber dann vielleicht öfter. Ich freue mich da schon sehr drauf. Denn dieser Ort hat, ja, irgendwie etwas Magisches. Und solange fahrt zu anderen Inszenierungen ins Theater am Rand.